Weiter geht's mit The Legend of Zelda 1. Ich will immer nach diesem The Legend of Zelda noch irgendwas sagen, aber es ist... Es heißt halt nur The Legend of Zelda. Ja, ich folge jetzt einfach mal dem Weg, weil ich jetzt zum nächsten Dungeon muss. Beziehungsweise will, denn ich möchte Hyrule retten. Es ist kein Vorhaben von mir, dass ich eigentlich nicht durchführen will, sondern muss. Sondern ich habe wirklich eine Leidenschaft dafür entwickelt, Hyrule zu retten. Ich weiß nicht warum. Aber anscheinend ist das, was ich tun muss, denn ich bin der legendäre Held. Ich hasse... Das ist mit Absicht so gedacht, wie die spawnen. Dass man immer reinrennt, man muss halt stehen bleiben. Ich bin sowieso immun gegen den Scheiß. Okay, gegen den bin ich nicht immun. So fair bin ich noch. Drop bitte ein Herz. Ich hasse dich. Ich hasse dich nicht, ich habe nur eine starke Abneigung. Ich werde mir jetzt noch diesen Potion kaufen. Hier wird es eigentlich zum Dungeon gehen, aber ich kaufe mir jetzt noch den Potion. Just for fun. Eigentlich nicht just for fun. Denn ohne diesen Potion werde ich wahrscheinlich irgendwann sterben. Zack. Buy medicine before you go. Wake me up before you go, go. So. Nächster Dungeon, so schnell kann es gehen. Bitte. Lauf, Link. Rein da. So, diesmal bin ich nicht informiert. Ich weiß nur, dass es eine Schlange ist. Die Form des Dungeons. Ah, das ist gemein. Wer droppt keinen Schlüssel oder so? Ja, wenigstens ein Schlüssel. Wenigstens etwas. Was sind das für Gegner? Ich weiß nur, dass ich sie verachte. Das war ja mal mega unnötiger Scheiß. Hier drin ist es anscheinend dunkel. Kann mir da das hier Aushilfe leisten? Tatsächlich kann es das. Ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar dumm ist, zu besiegen, weil dann fliegen hier haufenweise Fledermäuse rum. Ach nein. Anscheinend doch nicht. Oder anscheinend doch. I don't know. Ich habe euch doch gerade schon besiegt. Geht weg. Die haben ja auch wieder mal nichts gedroppt, weil sie mich hassen. Zack. Ich weiß, ich könnte es auch im Blinden machen, aber... Ich lehne ab. Ach komm, hier ist eh nichts drin. Einfach weitergehen. Ist es jetzt jeder Raum? Kann man gar nicht runterfallen? Achso, ich dachte, da kann man runterfallen. Droppt ihr noch irgendwas? Nein. Weiter geht's. Alter.
Im Endeffekt, wenn hier keine Hindernisse oder so sind, ist es ja egal, ob das hell ist oder nicht. Okay, da habe ich eine Schüssel gebaut. Ich gehe mal erst hoch. Aus irgendeinem Grund leben diese Teile wieder. Ach, hier geht's nicht lang. Stimmt, da ging's gar nicht lang. Ich erinnere mich. Ich hätte es auch einfach mal erleuchten können, um zu sehen, was da ist. Das wäre sowas wie eine Erleuchtung gewesen. Warte mal, ich muss sowieso hoch, nicht zur Seite. Oder? Wenn ich alle kill? Ah, dann geht's auf. Gut. Dann geh ich mal da rein. Hier ist bestimmt die Karte, oder? Geh weg. Die Teile fressen mein Schild. Glaube ich zumindest. Vielleicht auch nicht. Ich würde es auf jeden Fall hassen, wenn es passiert. Von daher werde ich vorsichtig sein. Toll. Ha! Diesen Trick habe ich durchschaut. Eine Leiter. Ach, mit der Leiter komme ich darüber. Zu diesem einen Herzteil. Dafür war die Leiter gedacht, stimmt. Warte mal, wenn ich euch besiege, kriege ich was. Was mir scheißegal, komm, tschüss. Ah, jetzt sind die wieder alle respawned, die Gegner. Komm, tschüss. Ah, genau. Komme ich nicht mal rüber. Schade. Ach, jetzt komme ich da drüben. Da drüben rüber. Genau hier, in diesem Raum komme ich jetzt rüber. Ja, manche Sachen erinnere ich mich tatsächlich noch. Ich habe noch 3 Leben. Ja, weil ich einfach viel zu sehr durchrenne. Ich habe einfach keinen Bock da. Irgendwie stundenlang irgendwie aufzupassen, dass ich kein Leben verliere. Deswegen renne ich einfach rein. Und dann hole ich rum, weil ich Game Over gehe. Ich kann mir vorstellen, dass hier nicht wie bei Link to the Past man automatisch, sobald man stirbt, wiederbelebt wird. Weil das Spiel nicht so konzipiert ist. Und jetzt ist es dunkel. Okay. In welchem Raum war ich noch nicht? Ich war eigentlich in allen. Ich muss jetzt weitergehen. Also ich habe kein Übersehen. Das wollte ich damit ausdrücken. Oh, schade. Ich habe gehofft, ich kann so schräg laufen. Aber anscheinend nicht. Also. Was ist das denn jetzt? Ich werde wohl den Trank nehmen. Ist mir zu riskant. Weil ich jetzt bestimmt wieder meinen Bogen brauche und das Teil dann wieder so abspackt. Wetten? Ja, also ich wette lieber nicht. Ach, das spackt auf jeden Fall ab. Hä? Ich hab's gerade getroffen, es hat's aber nicht gejuckt. Pff, 5 Rubine, so ist auf jeden Fall wert. Auch überhaupt nicht irgendwie verschwendet oder so. Walk into the waterfall. Auf was ist das jetzt bezogen? Auf diesen Dungeon oder auf was anderes? Es fällt mir gerade auf. Es ist doch überhaupt nicht schlimm, wenn ich die Candle verwende, weil mir keine Magie abgezogen wird. Oder wird mir da Geld abgezogen? Eigentlich nicht. Wüsste ich jetzt nichts davon. Oh shit. Ach. Das
das ist schmerzvoll. Es geht runter. Ich muss bestimmt runter. Geht das überhaupt? Fuck. Also mit geht das überhaupt, meinte ich, da lang zu gehen, ohne Schaden zu bekommen. Muss ich das verschieben oder die besiegen? Ich glaube, ich muss die besiegen. Zack. Ach fuck, ich muss was verschieben. Ist die Seite, von wo man es verschiebt, tatsächlich wichtig? Gute Frage. Ah, fuck, der Drache. Gibt's hier irgendeinen Trick? Okay. Nee, ich muss ausprobieren, ich weiß leider nicht. Ah, vielleicht einfach mit Schwert, oder? Was ist das denn jetzt? Fliegt der Kopf hier rum, oder was? Okay, ich bin anscheinend nicht immun gegen den Scheiß. Selbst mit meiner Rüstung. Sehr gut. Ja, da muss ich mich doch jetzt nochmal voll heilen. Und hier unten ist das Herz da versteckt. Sehr gemein. Ja, nächstes Triforce-Teil. Perfekt. So, jetzt kann ich noch einiges auf der Overworld erledigen. Mal schauen. Mit einiges meine ich tatsächlich sehr viel. Ich hoffe mal, dass ich dann zur Rubine bezahlen muss. Ja, ich gehe am besten hier runter. Dum, dum. Und jetzt komme ich auch zu dem Herzservice. Im letzten Part da an dieser einen Stelle im Wasser war. Hier. Junge. Die droppen eigentlich ziemlich viel Herzen von meiner Erfahrung her. Und da habe ich auch eins bekommen, nice. Eure Tricks habe ich fast durchschaut. Alter, was ist denn das? Ah. War leider kein Herz. Gib mir ein Herz. Ein Herz für Link. Warum hat die einen ein Herz für Link? Nice, nächstes Herzteil. Ach, egal. Ich bin eh fool. Zack. Ein paar Gegner besiegen. Warum auch immer. Für die Rubine. Für das Money. Warte mal, da muss ich erst was verstehen. Ah ja, ich muss sehr weit laufen. Sehr weit. Ja, das Herzteil war ein riesiger Umweg. Nein. Ich renne nicht voll in dich rein, nur damit es klar steht. Klar ist, fest steht. Ja. Bum, bum. Bum, bum, bum. Weiter geradeaus. Das ist die Devise. Aha. Da komme ich ja einfach drüber.
Okay. Rüber, dann hoch. Genau, und hier, irgendwo hier. Ich guck mal, was da oben drin ist. Bin jetzt interested. Aha. Aha. Nope. Das ist mir zu teuer. Und dieser Typ soll irgendwas verstecken. Irgendein Ring. Was bringt dieser Ring? Soll ich nachschauen? Es ist Kraftarmband. Was man schon aus. Oder auch aus. Link to the Past kennt. Ich muss jetzt weiter geradeaus. Gut. Hier irgendwie. Kann ich den besiegen? Ich weiß nicht ganz, wie es funktioniert. Hier hoch. Und hier irgendwie rein. Ich wurde irgendwie gehittet. Master using it and you can have this. Das ist ein neues Schwert. Wie heißt dieses Schwert? Das ist ein Magical Sword. Interessant, interessant. Weiter im Text. Jetzt gibt es hier nämlich eine schöne Abkürzung. Das war eine zu früh. Die Abkürzung kommt erst später. Das ist nämlich ein Dungeon, glaube ich, gewesen gerade. Oder ist ein späterer. Und zwar muss ich hier hoch. Genau hier hoch. Oh, schön One-Hit. Und das hier hochsprengen vielleicht? Maybe? Maybe not? Eher nicht. Eher nicht. Ich muss nämlich... genau. Das hier verschieben. Ja, da kann man natürlich drauf kommen. Das ist sehr rational. Und ich soll anscheinend die hier nehmen. Lass mich sehen, wo ich bin. Ich bin da oben. Ich bin da oben. Das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Ich muss jetzt rüber. Und hoch. Und dort sollte sich der Dungeon nicht befinden. Der Dungeon sollte sich hier befinden. Und zwar noch als hoch. Perfekt. Ich gehe noch eins hoch. Hier gibt es einen Trick. Der Trick ist, einfach zu laufen. Ja, der Trick ist ziemlich simpel, aber nicht jeder hat die mentalen Kapazitäten dafür. Ich weiß jetzt nicht, ob wenn ich keinen Heal mehr habe, ob mir das was bringt. Ich beende jetzt einfach meine Part. Bye bye.